drücke A. Und los. Ah ja. Ups. Dieser Level scheint noch nicht fertig zu sein. Vielleicht kannst du dem Baumeister bei der Vollendung helfen. Bauen! Und damit oder ein Stapelzu, mit dem ich jetzt gerestet hatte, dass er jetzt noch kommt. Willkommen zu Let's Play Super Mario Maker. Endlich ist es soweit. Ich habe mich dazu entschlossen, Super Mario Maker zu spielen. Die nächsten Part über wird jetzt erstmal das Tutorial kommen. Und so nach dem 10. Part oder so, keine Ahnung, starten wir damit dann ein Community-Projekt und werden online spielen mit Facecam. Das wird richtig, richtig lustig, kann ich euch versprechen. So, aber nun erstmal hierzu. Platziere die Elemente wie auf dem Bildschirm gezeigt. Fehler kannst du mit dem Radiergummi ausbessern. Okay. Ah ja, jetzt muss man quasi den Pilz nehmen. Und den hier, erstmal Fragezeichenblock hin. Und dann tut man den Pilz da rein tun. Und jetzt tut man eine Pflanze nehmen. Und die hier rein tun. Wo die gerade nicht rein müsste. Hallo? Ach, ich bin ja dumm. Ich muss erst die Rohre bauen. Wie inkompetent bin ich gerade? Sehr schön. So, die müssen wir höher ziehen. Das geht, indem man einfach den Gamepad da dran drückt. Dann brauchen wir hier einen Block. Und dafür diese Münze. Hier muss. Ne, der rein muss. Dann brauchen wir hier am Panzer einen Koopa, den wir in einen roten umwandeln. Hier brauchen wir ein Trampolin. Und hier brauchen wir drei Mauernblöcke. Und hier gibt es dann die altbekannten Goombas. So. Und ein grünen Typ drauf. So, oh mein Gott. Das wird lustig. Jetzt haben wir einen falsch gesetzt. Ich glaube, bis jetzt gibst du die Radiergummi-Version, oder? Man kann die nicht nach unten wegmachen. Nee. So, mir fällt gerade so, hier kann man noch einiges machen. Ja, also sehr schön. Elemente mit Flügel versehen. Ziehe Flügel auf einen Koopa in dem Fall, um ihm Flügel zu verleihen. Das ist ja cool. Koopa, Flügel. Und er kann fliegen. Ist der Level jetzt fertig? Du solltest zum Start zurückkehren und ihn probieren zu spielen. Berühre es. So, also drücken wir auf die S-Taste. Berühre spielen und schon geht es los. Probiere es aus, ob du den Level nun abschließen kannst. Okay. So, Gamepad-Stift rein.
Und los geht's. So, es war natürlich noch mal gut, jetzt drin waren. Und wer Super Mario Bros. Kennt, ja, den kann das bekannt vorkommen. Ja, sagte ich. Rap. Das war unnötig. Und bam. Wir haben das erste Teil abgeschlossen. Weil wir selbst das Teil hatten. Und super, du hast es geschafft. Und wie gefällt dir der Level? Vergesse nicht, beim Spicer-Roboter zu sichern. Okay. Dazu gehen wir hier auf das Roboter-Symbol und klicken auf neue Datei speichern. Und schon sind wir im Roboter-Menü. Und wir wählen Welt 1 erste ist und das machen wir das Level. Lass uns überlegen. Intro. Das war das Intro. Ich habe einfach mal Inro geschrieben. Okay, das erste Level heißt Inro. So, es sind drei neue Sidepflasters hin. Nein. Geil. I like it. Oh mein Gott, wir können hier nur Super Mario Bros. Zuwählen. Das ist meine persönliche Lieblings Flasche, Spiel, Welt, Spiel. Also erstmal hierzu. Jetzt stehen dir alle grundlegenden Elemente zur Verfügung, die du zum Bauen von Leveln benötigst. Probiere verschiedene Kombinationen aus und lasse deine Fantasie frei. Gerne. So, um das jetzt wird noch mal zu erklären. Ah ja, ich glaube Hauptmodus gibt es auch noch. Wenn man hier hingeht. Kann man jetzt Beispiel Level bauen, etc. Gleis, Gleis. Nun erstmal hier zu unserem Baukasten an sich. Aber erstmal das, was da steht. Amiibo. Können deine Möglichkeit beim Levelbau erweitern. Berühre mit einem Amiibo den NFC-Kontaktpunkt des Vio Gamepads, während du ein Level baust, um spezielle Elemente verwenden zu können. Das ist ja schön. De facto. Also, um es mal zu erklären. Wir haben die Auswahl an vier Spielen. Bis jetzt freigeschaltet sind nur zwei. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3. Super Mario World. Und nur Super Mario Bros. U. Mein Favorite ist tatsächlich nur Super Mario Bros. U. Aber ich finde auch die Super Mario World Style ganz geil. Grundlegend. Wir wählen nur Super Mario Bros. U Style. Dann haben wir natürlich die Wahl zwischen verschiedenen Welten. Das wird zur Zeit auch noch mehr. Wie dreht sich Mario um? Bis jetzt haben wir zur Auswahl die Oberwelt und die Unterwelt. Die sieht so aus in Super Mario Bros. U und so in Super Mario Bros-Style. Aber nehmen wir Oberwelt. Dann haben wir die Auswahl an verschiedenen Elementen, die wir oben eben beliebig einfügen können. So wie wir es wollen. Keine Ahnung. Und da kommen eben, wie wir hier sehen können, immer neue Sachen. Also bis zum bestimmten Zeitpunkt. So kann man immer bessere und größere Level bauen. Und bald sind so neue Elemente verfügbar. Probiere so lange die bereits vorhandenen Elemente aus und lasse deiner kreativ freien Lauf. Gerne. Ja, nämlich jetzt geht es nur Sachen, die nicht da sind. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Sachen. 4 Side-Flaschen, die interessant sind. Einmal haben wir den Roboterkopf. Da kann man eben Level speichern und hochladen. Wie das mit Level hochladen funktioniert, werde ich im nächsten oder übernächsten Part nochmal drauf kommen.
Und ansonsten gilt der Radiergummi, damit kann man eine Sache löschen. Dann haben wir noch den Hund. Wenn man jetzt beispielsweise hier das falsch gemacht hat, drückt man auf den Hund und der macht die letzte Aktion rückgängig. Wenn das jetzt beispielsweise nur ein Block war, macht er einen Block wahr. Wenn man jetzt hier keine paar Blöcke gemacht hat, macht er die weg. Und dann gibt es noch die Rakete. Wenn man hier die Hilfe in 3 runter, wenn man da 3 Sekunden drauf bleibt, löst sich random das ganze Level. Und wir können von vorne anfangen. Und hier dann zum Beispiel so einen Boden hin tun. Und dann anfangen. Unser erstes Level zu bauen. Etc. Das werden wir im nächsten Part uns nochmal ausführlich anschauen. Genau. Und bei Spielen kann man dann eben dann sein gebautes Level spielen. Insofern es halt geht. Genau. Und dann haben wir eben noch das Hauptmenü. Und das bietet auch noch ein paar Funktionen. Man kann Level bauen, wenn man da draufklickt, kommt man eben zu dem Levelbaukasten. Aber man kann auch Level spielen. Nämlich die eben diese Mario-Herausforderung. Das ist quasi so eine Art von Nintendo entwickelte Mario-Spiele, die ein Mario-Spiel sein sollen. Und dann gibt es noch Level aus aller Welt. Das sind eben die Level, die die Spieler erstellen, die ihr als Community erstellt und die ich ab dem 10. Part oder so spielen werde. Und wenn man hier drauf geht, kommt man zur eigentlichen Zeitflasche, mit der ich ab jetzt immer mal eine Begrüßung machen werde. Und da hat man eben die Auswahl zwischen bauen oder spielen. Und die nächsten Parte werden wir uns, wie gesagt, ausführlichst mit dem linken Teil, dem Spawn, beschäftigen. Denn wir werden möglichst viel bauen, um alle Teile frei zu bekommen. Natürlich werden alle Level veröffentlicht und ihr bekommt die IDs für alle Level, um die euch einfach mal anzuschauen. Und danach werden wir uns, wie gesagt, um Spielen kümmern. Zuerst ein bisschen Mario-Herausforderungen. Weil dann geht's zu online, irgendwie so. Mal sehen, muss noch schauen, wie ich das gemeint habe. Ja. Das war im Prinzip das lange schon der erste Part. Vielleicht noch gesagt, erschienen ist das Game am 11. September 2015 für die Wii U. Das ist die Wii U-Version. Und am 2. Dezember war es, glaube ich, 2016, ist die 3DS-Version erschienen. Die Wii U-Version ist aber deutlich besser und ich kann euch nur empfehlen, kauft es als die Wii U-Version. Und ja, liebe Leute, ist Reste mit einer Switch-Version. Fragt es halt nur wann. So, wie gesagt, bauen gibt es hier ab dem nächsten Part. Das haben wir uns alles mal genau an. Dieser Part soll nur das Intro gewesen sein. Und die Erklärung, wie das funktioniert. Im nächsten Part starten wir mit Level bauen richtig durch. Macht's gut, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Thank you.